Hallo und willkommen zurück zu Void World. Und ich höre da gerade einen Enderman. Und wir brauchen ja einen Enderman-Head. Drum jagen wir den mal ganz schnell. Wenn es geht. Wo ist er denn? Put, 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 put. Ist auf dem Dach? Kann mir nicht vorstellen, weil das. Was ist der denn? Hä? Ja, also. Hä? Was ist der denn? Hier nicht. Ja, ich glaube, wir müssen echt mal eine Mobfalle bauen. Ist der hier unten? Das könnte natürlich sein. Wir können ein paar Flachs-Ducts mal schnell verbinden. So, jetzt sollte sich das hier langsam wieder füllen. Zumindest, wenn wir, sobald wir gesagt haben, dass nach oben auch Energie ausgegeben wird. Genau. Und auf der anderen Seite verbinden wir das jetzt auch noch schnell. So. Dann sollten wir gleich erstens keine Energie mehr haben und zweitens das Portal dauerhaft geöffnet. Läuft der noch? Ja, der läuft noch. Der läuft auch noch. Ah, wobei der nur noch 17 Minuten. Naja. Es wird doch hoffentlich reichen für diese Generatoren. Zumindest sobald einer fertig ist, wird der andere dann auch. Ja, wobei, sind natürlich ein paar im Weg. So, der letzte. Ah, jetzt. Bist du da unten? Nein, ist er nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Dann lass mal das. Bisschen Energieverbrauch. Egal. Auf jeden Fall, wir sollten mal eine. Habe ich ein Bett mal gebaut gehabt? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich dachte fast, aber ich bin mir echt nicht sicher. Aber ich habe irgendwie gerade keinen Bock auf Regen. Darum möchte ich jetzt einfach mal den Regen überschlafen. Mal schauen, ob wir hier ein Bett haben. Wir kriegen auf jeden Fall mal eins. Dann stellen wir uns das mal hier auf. So, gute Nacht. Wunderbar. Gucken wir mal, ob es immer noch regnet. Ich glaube nicht. Ja, wunderbar. Geht doch. Geht doch. So, wir wollen das jetzt zum Laufen bringen. Und haben dafür jetzt auch hier die ganzen Conduits von Ender.io. Dementsprechend können wir hier wieder runter und das Ganze auch wieder abbauen, was wir hier hatten. Brauchen wir den Grasblock oder warum habe ich den da hingesetzt? Das war so klar, dass da jetzt ein Kendrick. Achso, ja, den brauchen wir. Ja, doch, macht Sinn. Also, ein. Was brauchen wir? Wir brauchen Item Conduits. Wahrscheinlich mehr, als wir gerade haben. Definitiv mehr, als wir gerade haben. Und Energy Conduits. Die müssen auf jeden Fall zu beiden Sachen. Genau. Da hätten wir auch direkt mehr mitnehmen können. Das wäre sinnvoll gewesen. Und dann brauchen wir noch einen Tesserakt. Ein Tesserakt einfach aus dem Grund, weil ich jetzt nicht hier oben auch nochmal eine Energieproduktion aufmachen will. Wobei, eigentlich, warum nicht? Ich meine, wir können da einfach. Ich weiß gar nicht, wie viel Energie brauchen die denn? Erstmal nochmal ein paar Conduits. Conduit. Also. Ja, Stack ist wahrscheinlich zu viel, aber gib sie mir mal. Der macht. Ist da gerade was explodiert oder war das in meinem Kopf? 5 RF pro
Tick. Muss man nachschauen, wie viel, ob da was steht, wie viel die Items, Sachen hier brauchen. Weil wenn es nur 5 sind, kann man den natürlich einfach benutzen. Ich weiß es nicht. Brauchen hier auf jeden Fall noch einen zweiten Weg, um runterzukommen. Der war falsch. So, einmal das und dann noch Energie daneben. Ich meine, wir können es mal ausprobieren. So. Du bist gerade nur eingestellt auf. Genau, jetzt. Pull und Push passt. Ne, wobei der Planter soll. Der Planter soll pushen, genau. Der hier, der Harvester soll pullen. Passt auch. Energie eh in beide Richtungen. So, ich kenne Dirt mehr, weil in dem Schmarrn da. Komme ich denn hoch da hinten? Und dann brauchen wir noch eine Kiste, am besten direkt dahinter. Weil da kommt das Ganze eh raus. Das kann weg. Und dafür da die Kiste, genau. Und wenn wir jetzt hier, nehmen wir eine Goldkiste, da haben wir genügend Platz. Darum hatte ich sie, glaube ich, auch gemacht. Und du solltest jetzt auf, wenn alles passt, nee, du solltest auf Pull sein. Nee, Push, so rum. So. Gut. Ja, Energie ist jetzt noch die Frage. Steht da irgendwas? Ja, wir brauchen dann auch noch was anderes, das ist klar, aber 160 RF pro Work. Also pro Arbeitsschritt. Das war der Planter. Ja, der wird schon einiges wirken dürfen, aber dann am Schluss auch irgendwie nicht. Also so eine Mischung. Der braucht mal immer mal wieder. Wie sieht es denn beim Harvester aus? Harvester. Der braucht 240 RF. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal mit so einem blöden. Wie heißt der denn? Fernblagenerator. Ja, wir haben ja hier oben noch so ein Tablet. Also ein Furnace Generator da. Furnace Survival. Ich glaube, der Furnace hatte mehr. Komm, nimm ein Furnace. Und was packt man da jetzt rein? Ein Eternalis ist ein bisschen viel. Immer ein Eternalis Fuel. Und schauen uns das Ganze mal an. Ich würde sagen, wir packen eine Energy Cell dahin. Packen da noch ein Stromkabel daneben. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Sehr gut. Ist vielleicht nicht so sinnvoll. Raus sollte ich irgendwie schon. So, packen den Furnace Gen drauf. Und packen hier das Eternales Fuel rein. Du nimmst von oben auf, das passt. Und solltest jetzt. Ich glaube, weiß es gar nicht. Nee, falsche Seite. Ja, auf der Seite abgeben. So. Wie sieht's aus? Kriegt ihr Energie? Ja! Wir kriegen Energie. Und hier wird auch schon plantiert. Genau. Offizielles deutsches Wort. Plantiert.
wunderbar. Dementsprechend sieht's. Ja, haben wir hier noch ein paar Karotten, haben wir noch ein paar Potatoes, können wir auch noch anpflanzen. Irgendwie 10 Stück oder so. Also, du dahin, Potatoes dahin, Karotten dahin, noch ein paar Seeds, damit das auch passt. Und dann schauen wir mal, was wir mit dem Rest machen. Wait. War es nicht geplant. Lass mich raten. Ich muss irgendwas definieren, sonst. Okay, lassen wir es erstmal. Und Consume Stack. Was macht das? Heißt das, er lässt eins drin? Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Probieren wir mal aus. Was ist, wenn ich... Ja, genau. Dann lässt er eins drin. Das ist sinnvoll. Gut. Auf jeden Fall wächst hier... Wird jetzt hier alles angepflanzt und überhaupt und sowieso. Da sind die Carrots, Potatoes. Ist irgendwie nicht ganz so, wie ich das erwartet hatte. Aber immerhin. Er macht was. Was haben wir denn noch an Seeds hier so theoretisch? Pumpkin, Melon. Ja. Felix, haha. Komme ich an die denn ran? Melons haben wir doch. Oder? Ich weiß gar nicht, ob die hier funktionieren. Ja. Gib doch mal 10 her. Könnte natürlich auch schnell Melon Seeds eben 10, aber sie wurscht. Dann haben wir das auch noch. Wunderbar. Sind die jetzt hingekommen? Da. Das passt ja zumindest. Das sieht doch richtig aus. Gut. Schön, wenn mal was funktioniert. Ja, und wie lang? 23 Minuten. Ja, passt schon. Habe ich gerade Bone Meal da? So, rein testhalber. Ja, wobei. Ja, wir müssen hier immer noch Sachen schlachten. Und gleichzeitig müssen wir uns noch um den Sludge, der hier kommen wird, kümmern. Ich glaube, einen Sludge-Spoiler haben wir noch nicht gebaut. Was brauchte der denn? Können wir den bauen oder nicht? Ja, den können wir bauen. Und bauen wir den noch schnell? Denke ich, macht Sinn. Damit wir den auch noch anschließen können. So. Ich habe hier keine Crafting. Ein Crafting. Crafting Station. So, und zwar, wir brauchen... Oh. Noch ein Piece of Paper. Paper Stack war Paper und Eisen. Iron. Sag mal, was tippe ich denn heute? Paper. 8 Stück. Und dann können wir hier noch einen herstellen. Gut, dann hätten wir das. Haben wir 2 Furnace und ein Machine Frame. Furnace und ein Machine Frame. Ich glaube, der muss basic sein. Dementsprechend passt das. Dann noch Iron Gear. Haben wir da eigentlich schon? Haben wir noch gar nicht.
brauche einen Eisengears. Ah, einfach Eisen, okay. Komm, gib mir mal ein bisschen Eisen. Ein Iron Gear. Haben wir gleich noch eins, dann müssen wir es nicht holen. Wir ziehen es trotzdem mal schnell. Und dann noch eine Reception Coil. Garantiert. Gut, dann die Gears, die Coil, die zwei Furnaces, die zwei Sachen und was war das letzte? Ein Eimer. Habe ich einen Eimer? Nee. Bucket. Also, dann haben wir noch einen Sludge-Boiler. Wunderbar, der muss ein bisschen weg von allem. Der hat ja wunderbar vergiftet. Dementsprechend sollten wir den irgendwie unterirdisch hinstellen, wo wir nicht immer hin müssen oder auch nie hin müssen. Gleichzeitig aber vielleicht auch keine Viecher in Gefahr sind. Ich weiß gar nicht, in welchem Radius er vergiftet hat. Mal kurz schauen. Die Viecher sind schon recht nah dran. Also wenn wir hier ungefähr hier hinstellen, soll es passen. Also hinter diesem einen komischen Ding, was auch immer das ist. Geht's hier runter da. Und das war... Das müsste das hier gewesen sein. Dementsprechend hier irgendwo hinstellen. Habe ich gerade Kobbel? Natürlich nicht. Warum sollte ich auch Kobbel haben? Hm. Und dann brauche ich auch noch mal ein paar Fluid Connets. Da sind sie. So. Und Kobbel. Wunderbar. Bin fast am Überlegen, ob wir die eins tiefer bauen, dass wir hier durchkommen. Wobei es ist eigentlich ein guter Warnhinweis. Du solltest hier nicht durchgehen. Bist du dir sicher, dass du da durchgehen willst? Nee, das Ding ist es, oder? Gott. Na, wir sehen schon, wenn die Schafe auf einmal anfangen zu sterben, wissen wir, was wir falsch gemacht haben. So, das ist jetzt definitiv weit genug weg. Dann einmal der Sludge-Spoiler. Bin nicht sicher, ob der einen Output hat. Sehen wir dann. Braucht ein Energy Conduit. Ein Item Conduit. Die kommen ja dann raus. Und ein Fluid. Fluid Conduit. So. Ja, hier kann ich durchschalten, so mit Shift, damit ich alles sehe. In dem Fall möchte ich alles, genau. Item. Fangen wir mit Item an. Item sollte das sicherste sein. Weil mit Item allein noch nichts kaputt geht. So, einmal hier rüberziehen. Bis dahin. Genau, und zwar auf Output ist auch schon. So, dann Fluid. Die Fluid kommt ja von da hinten. Dementsprechend ziehen wir das schon mal durch. So. Ich glaube, der hat noch nicht gearbeitet, dementsprechend sehen wir auch noch nichts. Ja, ist noch nichts fertig geworden. Und als letztes dann Energy, wobei ich... Ah ne, da war ja schon Energy. Wobei ich die Verbindung noch nicht fertig machen werde, damit der mir nicht arbeitet, während ich daneben stehe. Ich möchte erstmal schauen, ob alles funktioniert. So. Gut. Dementsprechend, jetzt versuchen wir mal, ob der
das ganze Setup überhaupt funktioniert. Das wäre ja ganz praktisch, habe ich mir sagen lassen. Ist zwar kurz alles davor, aber... Naja. Bone Meal. So. So, einmal Carrots. Einmal Wheat. Das wurde auf jeden Fall schon mal gemacht. Und wir haben hier keinen Sludge drin, aber wir haben hier Wheat drin. Und wenn wir Glück haben, wurden die Seeds hierhin transportiert. Hoffe ich mal. Wie sieht's hier aus? Keine Sludge. Okay, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die Sludge nur bei Bäumen kommt. Das kann natürlich auch sein. Richtig, Bäume. Wir könnten hier Bäume noch anpflanzen. Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Sapling. Oak. Nimm mal Oak. Die, da kommen nämlich auch noch, essen sie? Ding raus. Ich sollte mir ein Rubber geben lassen, um alles zu nehmen, was ich nicht will. Rubber, glaube ich, macht nämlich keinen Sinn. Doch, Rubber macht Sinn. Rubber nehmen wir auch. Okay. Rubber. 4 Stück oder so. Dann nehmen wir... Was haben wir denn noch? Jungle nehmen wir auch mal 2. Spruce, glaube ich, wollen wir nicht. Einfach damit wir da sagen können, da soll nichts angepflanzt werden. Und mal sehen können, ob es auch wirklich funktioniert. Also, erstmal alles sprucen, was wir nicht wollen. Dann ein Jungle. Ein Oak. Ein Rubber. Das war's erstmal. Jetzt bin ich gespannt, was da passiert. Noch gar nichts. Wahrscheinlich, weil er gerade nicht im richtigen Bereich ist oder so. Sieh mal an. Das Upgrade ist ja drin. Überall. Bei beiden. Ich war ja. Gut. Solltest du nicht? Oder muss ich dich ganz vorne hinpacken? Wegen irgendwas. Also ich kann mir vorstellen, dass hier gerade alles durchgeht und dann überprüft, kann ich da arbeiten? Nein. Kann ich da arbeiten? Nein. Sehen wir dann gleich. In der Zwischenzeit könnten wir mal hier wieder ein paar Sachen füttern. Fangen wir mal an mit Kühen. Kommt doch einiges raus. So. Und dann können wir auch mal ein paar Kühe wieder töten. Der Schleim hier. Der Schleimer. Gott. Es sind so viele, die nichts können, aber nerven. So. Da ist immer noch ein Enderman. Ja, sag mal. Der denn jetzt? Ich weiß es immer noch nicht. Wahrscheinlich in irgendwelchen Gebieten, wo ich nicht besser nicht hin sollte, weil
ja, Logik und so da vonstatten geht. Dementsprechend lassen wir das mal. Er hat gepflanzt. Das ist ja schön. Dementsprechend ging das dann doch jetzt mal. Schauen wir mal, was da rauskommt. So. Da mal ein, da mal ein. Da mal ein. Ich weiß gar nicht, warum. Jungle macht überhaupt keinen Sinn. Das Ganze wollte ich, wenn er wegen Kokos, aber Kakao. Aber das sollte ich nicht in der Farm machen. Den sollte ich per Hand anpflanzen. Fällt mir gerade auf. Ich grad Dirt da? Nö. Gut, dann machen wir das noch schnell hier hinten irgendwie. So. Einmal ein Jungle. Drumherum noch ein bisschen Dirt. Und dann einmal eine Runde Baumehlen. Und haben wir irgendwie Kakao? Schmarrn, kann ja gar nicht. Brauchen wir erstmal das Ding, wie auch immer. Glaube ich, spawnen die ja nicht einfach so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall können wir den Jungle hier mal rausnehmen. Genau, und auch hier Spruce draus machen. Passt. So, wie sieht's aus? Haben wir jetzt mittlerweile irgendwie was bekommen an Sludge? Ja. So, jetzt haben wir Sludge. Da wird gerade fröhlich Bäume gehäckselt. Gut, also wir haben Sludge. Dann geht jetzt der interessante Part los, wo wir die Verbindung herstellen. Ich habe Angst. Soul Sand. Raw Rubber. Mehr Zeug. Ah, shit, wir müssten natürlich dann Filter dran bauen, dass hier die ganzen Sapling und sonst was nicht primär hier reingehen, sondern erstmal da rein. Ist doof. Die müssten natürlich erst hier rein. Weil immer nachfüllen wollen wir natürlich auch nicht. Außer, das könnte gehen. Das könnte eventuell gehen. Das kommt drauf an, wie der da hinten eingestellt ist. Das finden wir jetzt mal raus. Wenn er sozusagen. Genau, in beide Richtungen geht, würde er ja Sachen da reinpacken, die er kann. Jetzt ist die Frage, was macht er? Also die hier theoretisch sollte er rauspacken. Tut er aber irgendwie nicht. Gut, wenn ihr da eine Idee habt, ich muss gerade sagen, ich habe keine. Ich dachte nämlich, das würde so funktionieren, aber irgendwie ja nicht. Gerne her damit. Ansonsten, ja, haben wir einen Sludge-Spoiler, der offensichtlich funktioniert. Schließlich haben wir Soul Sand bekommen. Wir haben eine Farm, die funktioniert, wo wir immer mal wieder, ja, hingehen können. Ah, was mir jetzt einfällt, was wir machen könnten, ist Barrels. Ich wollte ursprünglich Barrels, aber das passt schon erstmal. Ja, die Energy Cell ist noch nicht mal halb gefüllt. Das passt also hier schon mehr oder weniger alles. Wir haben einiges zu tun. Was ich mir auf jeden Fall mal machen will, ist ein Clipboard, damit ich mal dran denke, was ich alles machen will. Schauen wir mal, ob wir das überhaupt haben. Feder könnte man bald haben. Ihr habt noch keine Feder getroppt. Was sind ihr für komische Hühner?
Töten wir mal eins. Hey, eine Feder. Ja. Und damit würde ich sagen, war's das für diese Folge. Alles Weitere schauen wir dann in der nächsten Folge und dann schauen wir mal, wie wir an das Clipboard unter anderem noch kommen, weil irgendwie Squids, ja, könnten auch ein bisschen ein Problem werden, wenn ich mich nicht täusche. Dirt. Es gibt Dirt, der kein EMC hat. Dirt 3.1. Ja, was gelernt. Wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus.